Hermann Langbein, geboren 1912, kam als politischer Gefangener ins Stammlager Auschwitz, arbeitete dort in der Schreibstube und war Mitglied einer Widerstandsgruppe des Lagers. Nach der Befreiung Schriftsteller in Wien. Ich war insofern privilegiert, weil ich nicht im Krankenbau war, sondern als Schreiber, als Häftlingsschreiber des SS-Standortarztes, das ist der oberste SS-Arzt gewesen. Der hat sein Büro gehabt im SS-Revier, das direkt neben dem Stammlager war. Dort habe ich auch ein Zimmer gehabt mit einem Schreibtisch, mit meiner Schreibmaschine und Stenogrammblock. Und von dort aus, das Zimmer war im Stock oben, von dort aus hat man hinübergesehen über die Straße zu dem Krematorium, das in der Zeit, wo ich nach Auschwitz kam, das war im August 1942, noch die Vergasungen stattgefunden haben. Später wurden große Krematorien in Birkenau gebaut. Dann wurde dieses Krematorium, das dann altes hieß, stillgelegt. Die habe ich dann nicht mehr gesehen. Aber in der Zeit, in den ersten Monaten, konnte ich durchs Fenster sehen, sehr deutlich, dass in den Hof vor dem Krematorium, der abgegrenzt war durch einen Zaun, Lastautos hineingefahren sind, Leute in Zivil mit Judenstern auf den Kleidern sind von den Lastautos runter, wurden runtergejagt. Da gab es Schreiereien, immer raus, raus, schnell, 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 schnell. Dann sind die Leute verschwunden in dem Raum, den ich nicht hineinsehen konnte. Und dann habe ich gesehen, wie auf das Dach des Krematoriums zwei SS-Leute, meistens waren es dieselben zwei, gegangen sind, die ich kannte, weil die ja bei uns im SS-Revier auch täglich waren. Es waren der Unterscharführer Koch, ein Sachse, und der Unterscharführer Theuer, ein Sudetendeutscher. Die sind auf das Dach gestiegen, auf das ich hinuntersehen konnte, und haben die, aus großen, so wie Konservendosen, in dem das Gas Zyklon B war, das kannte ich auch, sind sie auf das Dach gestiegen, haben Deckel aufgehoben, die dort Schächte zugedeckt haben, haben einen Ring genommen, der Zähne hatte und den sie eingesetzt haben und gedreht haben, sodass der Deckel offen war, und haben dann das Zyklon B eingeschüttet. Dann sind sie verschwunden. Nach einer gewissen Zeit kam aus dem Schornstein, der hinten war, großer, schwarzer, qualmiger Rauch. Das habe ich von den Vergasungen des Öfteren gesehen. Da war das Fenster, aus dem ich herausgesehen habe, und da waren die Schächte, wo die beiden SS-Leute das Giftgas eingeschüttet haben. Herr Langbein, Sie waren da im SS-Revier. Sie haben die Leute sprechen gehört. Haben die SS-Leute von diesem großen Geheimnis, das war doch streng geheim, die Ausrottung der Juden, gesprochen? Natürlich. Es war streng geheim, das stimmt, gegenüber außen. Aber es war untereinander, war das für sie natürlich kein Geheimnis. Und für uns haben sie auch kein Geheimnis gemacht, weil sie ja erstens gesehen haben, was wir alles wissen, und zweitens einmal, weil sie ja die Ansicht hatten, dass wir nicht unbedingt überleben müssen. Es gab viele SS-Führer, also Offiziere hießen bei der SS-Führer, die mit ihrer Familie dort lebten. Sie hatten dort schöne Villen, und das war ja auch lange Zeit von den Alliierten die Gegend nicht bombardiert. Das war also für sie günstig. Es war ein Dr. Werner Rode dort, ein SS-Arzt, mit seiner Frau, einer sehr distinguierten Dame, die auch öfter zu uns ins SS-Revier gekommen ist, um mit ihrem Mann zu reden und den anderen, die sie auch kannte. Und eines Tages, das war, ich weiß sogar wann es war, das war im Ende April, Anfang Mai 1944, da gab es eine Zeit lang keine Judentransporte nach Auschwitz. Und sie hat sich erkundigt bei einem SS-Unterscharführer Richter, wann kommen denn wieder Transporte? Ich habe dieses Gespräch angehört, weil ich in einem Kammerl daneben, das nur durch eine Holzwand getrennt war, Akten abzulegen hatte.
Sie hat sich deswegen erkundigt, weil die Transporte ja alle möglichen Güter mitführten. Den Leuten wurde ja gesagt, ihr werdet umgesiedelt und sie haben, was sie hatten, noch mitgenommen. Es wurde ihnen abgenommen. Und da hat ziemlich jeder von der SS davon profitiert. Und weil jetzt länger kein Transport gekommen ist, hat sich die Frau Dr. Rode erkundigt, wann kommt denn endlich wieder ein Transport? Und da hat der Richter, der Unterscharführer, gesagt, jetzt kommen die ungarischen Juden. Aha, jetzt werden wir Salami bekommen. Hans Wilhelm Münch, geboren 1911, Untersturmführer der Waffen-SS, weigerte sich, Gefangene in Auschwitz für die Gaskammern zu selektieren und bat in Berlin um seine Versetzung. Sie wurde abgelehnt, weil er um ein Staatsgeheimnis wisse. Nach der Befreiung von Auschwitz von der Roten Armee gefangen genommen und an die polnischen Behörden übergeben. Er wurde im Januar 1947 als einziger von 40 Angeklagten vom Volksgericht in Krakau aus der Haft entlassen. Mit der Begründung von Schuld und Sühne befreit. Im Jahr 1943 stellte sich schon heraus, dass der Himmler, also auch die deutsche Kriegsführung, nicht verzichten konnte auf Arbeitskräfte, die man konnte sich also nicht leisten. Generell dieses große Potenzial von, eben wie gesagt, Millionen von Juden, die einfach in Toto zu vernichten, wie man das ja vorher in Majdanek und Treblinka und in anderen Vernichtungslagern im Protektorat getan hatte. Das konnte man sich also nicht mehr leisten. Und alle, die zu körperlicher Arbeit fähig waren, wurden vor dieser Vergasung, unmittelbar nach Ankunft in den Transporten, wurden sie ausgesondert, selektiert. Und diese Selektion sollte oder wurde befehlsgemäß von Fachleuten gemacht, also von Ärzten. Herr Doktor, und wie haben man sich selektiert? Wozu? Auf einer Seite die arbeiten konnten, auf der anderen Seite die Arbeitunfähigen? Unfähigen, ja. Einschließlich Kinder natürlich. Frauen und Kinder. Frauen und Kinder. Ja. Und auch arbeitsfähige Kinder, also zum Beispiel Mütter, jung und kräftig waren, die aber mehrere Kleinkinder hatten, die nach ihrer Mutter gerufen hatte, wenn man sie selektiert hatte, die hat man dann, den Ablauf dieser Selektion nicht zu stören, hat man sie auch zu ihren Kindern, zu den Selektierten gestellt. Zu vergasen. Wie ist das vorgegangen? Man hat große Räume in dem präpariert, die getarnt waren als Duschräume, also ein großer Duschraum. Da hat man die Menschen hineingeführt, zum Teil auch getrieben, und dann mit Gewalt die Türen geschlossen und von oben durch diese, oder unmittelbar neben diesen installierten Pseudoduschen, hat man Blausäuregas ohne Warnstoff hineingelassen. Haben Sie gesehen, wie die Leute da in der Gaskammer gestorben sind? Zunächst war da nichts zu sehen. Es waren sehr große, scheunenartige Tore und darin war nur ein kleiner Spion, in dem die Leute, die das überwachen sollten, die Prozedur überwachen konnten, beziehungsweise überzeugen konnten, ob der Effekt eingetreten war. Ich habe nicht während der Phase, in der die Menschen gestorben sind, hineingeschaut. Ich war nicht in der psychischen Verfassung, ich war nicht stark genug, da hineinzuschauen. Erst als es Kommando gab, dass die Gaskammer geöffnet werden konnte, dass also
die Türen geöffnet wurden. Nicht die Türen, durch die sie hineingekommen waren, sondern die Türen auf der Gegenseite, die waren genauso groß. Und als die Exhaustoren liefen, da habe ich dann durch diesen Spion geschaut und habe gesehen, wie die Menschen in Knäueln auf dem verkrampft und ineinander verhakt auf dem Boden lagen und wie sie dann mit Stangen und Instrumenten von den Sonderkommando auf der anderen Seite, wo die Türen auf waren, herausgezogen wurden und auf Loren verfrachtet wurden zur Abtransport in Weiterverarbeitung in die Krematorien. Ja, man hat die Türen an der anderen Seite aufgemacht. Aufgemacht. Ist Gas nicht rausgeströmt? Es waren vorher liefen Exhaustoren. Also was heißt das? Ein Ventilatoren. Durch Ventilatoren wurde zunächst mal Gas abgesaugt. Und dann wurden die Türen aufgemacht und dann wurden mit langen Stangen die Leichen herausgezogen. Also die Leute, die da gearbeitet haben, wurden nicht vergast von den rausströmenden Gas? Nein. Die hatten auch, nicht alle, aber die meisten hatten Tücher vor den Nase, nasse Tücher und haben die da herausgezogen. Wie lange hat diese Vergasung gedauert? Nach meiner Erinnerung relativ lang, weil man das nicht abschätzen kann. Aber es wurde allgemein gesagt, man rechnet mit 10 Minuten, dann ist mit Sicherheit alles vorbei. Aber man hat dann trotzdem noch gewartet, weil die Zeit nicht drängte, denn bis der nächste Schub kommen würde, da war immer noch Zeit genug. Es gab ja mehrere Krematorien. Gaskammern, die zu gleicher Zeit liefen. Also man war nicht darauf angewiesen, dass man schnell hintereinander vergaste. Aber es waren mehrere Vergasungen in jeder Gaskammer jeden Tag. Während der 1944, während der großen Transporte aus Ungarn und Holland, wurde jeden Tag vergast. Wenn der Normalbetrieb lief, dann wurde alles auf die Nacht verlegt. Dann waren es nur Vergasungen während der Nacht. Jetzt war ich kein Lagerarzt, sondern ich war als Hygieniker dem Lager zugeteilt. Und ich hatte mit diesen Vergasungen also primär nichts zu tun. Als aber die großen Vergasungen im Sommer 1944 kamen und einfach nicht genug Personal, Ärzte da waren, da wurde auf alle zurückgegriffen, die innerhalb dieses großen Komplex Auschwitz als Ärzte noch tätig waren und nicht unmittelbar mit den Selektionen zu tun hatten. Die wurden also abkommandiert, da auch mitzumachen und wurden eingeteilt. Und Sie haben sich dann das angeschaut? Und ich habe mich also geweigert. Herr Dr. Münch, wie kommt es, dass Sie verweigert haben, die Selektion? Also die Arbeit, zu der ich eingeteilt war, mit der konnte ich mich einigermaßen identifizieren, als Hygieniker im Lager dafür zu sorgen, dass die hygienischen Verhältnisse saniert würden. Das war etwas, was mit meinem ärztlichen Gewissen durchaus vereinbar war. Und ich habe dann, aber ich konnte mich nicht dazu entschließen, an diesen Tötungen, an den Gaskammer-Sachen mitzuwirken und habe mich geweigert. Haben Sie mit Ihren Kollegen über die Vergasungen gesprochen? Ja, natürlich. Ich war ja mit denen ständig in Kontakt. Als Hygieniker. Und da ergab es sich natürlich auch, dass man über die Vergasungen sprach. Aber seltsamerweise wurde von denen aus nur über die Mängel gesprochen, und den Schwierigkeiten, die es gab, dadurch, dass eine Menge bei dieser Geschichte noch improvisiert werden musste. Denn Auschwitz war ja primär kein Vergasungslager. Und an der Tatsache, dass die Juden vergast werden müssen, da bestand ja bei denen, die aktiv mitgearbeitet haben, überhaupt kein Zweifel. Und mit der Tatsache, dass mit dem ärztlichen Ethos nicht zu verantworten war, da mit diesem Ding hatte sich ja jeder schon lange auseinandergesetzt, das war keine Frage mehr. Er hatte Ja gesagt und machte nun
so gut es ging mit. Das heißt, so gut, er versuchte aus seiner Sicht und aus seinen Möglichkeiten heraus, den ganzen Hergang dieser Vergasung zu optimieren. Das war die Ansicht, die offizielle Meinung der Leute, die alle davon überzeugt waren, das, was gemacht, was die Vergasung, die Vernichtung der Juden ist richtig und die Vergasung ist bisher das beste Mittel, was wir gefunden haben dafür. Das war ihre Ansicht und darüber gab es keine Diskussion und da konnte man nicht in diesem Sinne darüber diskutieren. Ella Lingens, Ärztin und Rechtsanwältin in Wien, half beim Anschluss Österreichs Juden bei der Flucht, wurde denunziert und als politischer Häftling nach Auschwitz gebracht. Da ich persönlich habe eigentlich den ersten echten Eindruck bekommen, so etwa Ende August 1943. Das war eine sehr heiße Nacht. Ich konnte nicht schlafen und ging entgegen dem Verbot aus dem Block heraus an die Luft. Und da kamen die damals noch Lastautos, offene Lastautos, voll besetzt mit Menschen, fuhren die Rampe entlang in Richtung Krematorium. Und die Menschen haben geschrien. Offenbar waren es solche, die wussten, das, was ihnen bevorstand, was nicht bei allen der Fall war. Und als letztes dieser Wagenkolonne fuhr ein Rotkreuzwagen. Man sagte mir später, in diesem Wagen führte ein SS-Mann, der die Büchsen mit dem Zyklon B also geführt hat. Und ich sah die beim Krematorium verschwinden. Und etwa so 10 Minuten, eine Viertelstunde später, schlugen die Flammen aus dem Schornstein und es kam so ein dicker, dunkler Rauch raus. Und da wurde mir bewusst, jetzt sind diese Menschen getötet worden und hier werden ihre Leichen verbrannt. Also, Sie waren ein privilegierter Gefangener da, Arzt. Ist es dazu gekommen, dass Sie mit einem SS-Arzt über die Vergasungen der Juden gesprochen haben? Ja, ich habe mit einigen darüber gesprochen. Das eine war Klein aus Siebenbürgen, Hermannstadt, der sehr oft mit uns Ärztinnen und so sonntags besucht hat und mit uns sich unterhalten hat. Und da habe ich einmal, als das war zur Zeit der Ungarntransporte, als ununterbrochen Tag und Nacht diese Flammen aus den Kaminen kamen und man auch die Feuer außerhalb des Krematoriums vom Weiten gesehen hat. Und ich stand so neben ihm, er hat sich das angeschaut und ich habe gesagt zu ihm, wie können Sie das eigentlich mit Ihrem hippokratischen Eid vereinbaren? Und daraufhin antwortete er, weil ich einen hippokratischen Eid geschworen habe, schneide ich einen eitrigen Blinddarm aus einem menschlichen Körper heraus. Die Juden sind der eitrige Blinddarm im Körper Europas und gehören herausgeschnitten. Das war ein Gespräch. War noch ein anderes Gespräch? Ein Gespräch mit Mengele war ja eigentlich nur indirekt über die Vergasungen, nämlich gleich zu Anfang, wie er mich gefragt hatte, warum ich im Lager bin und ich sagte, weil ich versucht habe, Juden zur Flucht ins Ausland zu verhelfen und wo er so sagte, glaubten Sie denn, dass das möglich ist? Und ich sagte ihm dann, durch Bestechung der Gestapo ist das manchmal gelungen und da sagte er, ja natürlich verkaufen wir Juden, wir wären ja dumm, wenn wir das nicht täten. Also das war so die Einstellung, dort wo wir was davon haben, könnten wir sie ja gehen lassen. Und es war vollkommen klar, der Rest wird eben hier zugrunde gehen. Ob vergast oder ob im Lager zugrunde gegangen, ist ja in Wirklichkeit kein so großer Unterschied gewesen. Denn das Lager an sich, auch ohne die Gaskammern, war schon Mord. Von meinen Patienten sind 80% gestorben. Haben Sie die Selektionen gesehen? Ja, ich habe zwei Arten von Selektionen gesehen. Erstens einmal die in den Krankenblocks, die so alle 4-5 Wochen stattgefunden haben. Und dann die Selektionen an der Rampe.
Und die Rampe, das Eisenbahngeleise, das führte ja an unserem Lager vorbei. Und sah die vorbeifahren und stehen bleiben, die Massen aus den Waggons herauskommen. Und da stand immer ein SS-Arzt und hat also gewunken, nicht wahr? Und eine echte Selektion nach wirklichen Gesichtspunkten. Es hätte genauso gut jeder Laie machen können, dass er einen Menschen, der halt etwas kräftiger und arbeitsfähig aussah, ins Lager gelassen hat. Es war ganz willkürlich. Irgendeine Gruppe kam immer herein. Es kam auch vor, dass einmal zum Beispiel sehr schöne Mädchen von einem Lagerarzt hereingeführt wurden, weil es ihm leid getan hat, dass die jetzt umgebracht werden sollen. Ja? Aber das als Selektion zu bezeichnen, ist eigentlich ganz sinnlos. Man hat das Lager immer wieder aufgefüllt und alles, was keinen Platz mehr hatte, kam eben direkt in das Krematorium, zu den Gaskammern. Und das Erschreckende für mich war, dass wenn wieder so ein Zug reinkam, und wir, bei uns war es schon voll, meine Patienten sind zu viert, zu dritt in den Krankenbetten gelegen. Man hatte keine Decken und keine Leintücher und keine Medikamente und überhaupt nichts. Und der Gedanke, jetzt kommen wieder welche herein, war einfach erschreckend. Und dann ist man über sich selbst erschrocken, dass das erste war, wenn die nur nicht zu uns kommen. Und der zweite Gedanke, ja, aber wenn sie nicht zu uns kommen, dann kommen sie ja ins Gas. Was wir gesehen haben, war ja nur, dass Massen Menschen kommen, wie damals zum Beispiel die Ungarn-Transporte, 500.000 bis 600.000 Menschen innerhalb von 6 Wochen. Und wenn die nun nicht umgebracht worden wären, hätte man ja eine ganze Stadt entstehen müssen. Man hätte sehen müssen, dass Lebensmitteltransporte hinkommen. Nichts dergleichen ist. Wo wären sie denn? Hier und da sind kleine Gruppen zurückgefahren, die in die Rüstungsfabriken gebracht wurden. Aber die großen Massen hat man nur hinfahren gesehen und nie mehr zurück. An sich war das ein Wunder, wie wir nach Auschwitz gekommen sind, dass auf einmal plötzlich 300 deutsche Häftlinge, dazu noch lauter politische, angekommen sind. Das war um diese Jahreszeit, das war ja Sommer 1944, ja nicht mehr möglich war. Solche Anhäufung von politischen Häftlingen hat man ja in Auschwitz nicht mehr erlebt. Was wir erlebt haben, bei Wegen, die nach außen geführt haben, ich selber war so in der Bauleitung, hatte die Möglichkeit, also wenn sie zum Beispiel dann diese Gruben zu sehen, weil ja die Krematorien nicht mehr ausgereicht haben, hat man das in die Gruben gegeben. Was hat man in den Gruben gemacht? Da hat man die vergasten ungarischen Juden, die damals mit großen Transporten gekommen sind, diese Gruben geworben und angezündet. Ich konnte das nur deshalb, weil ich die Möglichkeit hatte, als Kapo dieser Bauleitungskommandos in Auschwitz auch nach außen zu kommen. Auch die anderen, die es nicht, die Möglichkeit nicht hatten, haben es gerochen. Denn wenn dort die Leichen verbrannt wurden, so hat es einen Geruch gegeben, man hat schon so wenig zum Essen bekommen, aber das Essen einen verleidet hat, weil ja der Geruch fürchterlich war. Geruch der Leichen? Der verbrannt, nicht der Leichen, ja. Der Verbrennung der Leichen. Es gibt einen süßlichen Geruch, der so fürchterlich ist, nicht? Außerdem haben wir ja immer gewusst, was sich also an sich abspielt, weil die SS auch nicht den Mund gehalten hat. Das war schon so, dass sie auch schon gespürt hat, dass es gegen Ende geht und dass also der Herr, nicht alle, aber ein Teil von ihnen doch schon darüber geredet hat. Es war also für sie kein Geheimnis mehr. Haben Sie irgendeine Erklärung gegeben, warum Sie das gemacht haben? Ja, es gibt einen SS-Mann, es gibt SS-Leute, muss ich immer sagen, wie sie dazu gekommen sind, freiwillig, gezwungenermaßen. Das war ja nicht so ganz einfach zu erklären. In Österreich zum Beispiel hat man Leute, Junge, zur SS im 44er Jahr gebracht, deren Vater im Lager umgekommen ist. Also sowas hat es auch gegeben, nicht? Aber das Typische war das Gespräch mit einem SS-Mann, der gesagt hat, naja, wir sind also aufgewachsen, der Pfarrer, der Geistliche, der uns also unterrichtet hat, gesagt, naja, schließlich haben ja
die Juden den Christus umgebracht, nicht? Und das ist also hängen geblieben und hat natürlich für alle anderen, das ist nicht die Erklärung, sondern das ist für ihn die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung, dass ja andere ihm schon gesagt haben, dass die Juden an was schuld sind, nämlich an der Mordung des Christus, obwohl die Leute durchaus nicht fromm waren. Also man kann nicht sagen, das war die Ursache dafür. Aber das war eine Erklärung für ihn, eine Rechtfertigung für ihn selber. Haben Sie die Selektion gesehen? Nein. Sondern im Wesentlichen das Ergebnis, nämlich die Übriggebliebenen. Das ist ein Beispiel. Ins Kommando in Auschwitz kamen zwei Ungarn, natürlich Juden, die also von der Selektion herausgenommen wurden, weil sie so Ingenieure waren. Und sowas hat man geglaubt, dass man das in der Bauleitung auch braucht, weil man ja noch immer und ewig gebaut hat. Und es gab also dann die Frage, jetzt möchte ich nur wissen, wo meine Frau und meine Kinder sind. Wir haben dann gefragt, ja, wissen Sie denn nicht, wo Sie sind? Haben Sie denn nie Fernsehen gehört? Denn wir haben unter Lebensgefahr das Englische, das ist Französische, das Russische. Ich spreche über Radio, nicht Fernsehen. Ja, Radio. Haben Sie das nie gehört? Ich sagte, nein, wir haben uns der Politik nicht interessiert. Nicht sagen Sie, sind, wenn Sie jetzt fragen, wo Ihre Frau und Ihre Kinder sind, das waren diese fürchterlichen Tage, wo also die Vergasten dann verbrannt wurden und das hat man also gerochen. Sehen Sie, das ist das, so habe ich also gewusst, dass er mit Frau und Kindern gekommen ist und die nicht mehr leben. Er war also der Überlebende, weil er einen Beruf gehabt hat, den die Nazis geglaubt haben, dass sie ihn noch brauchen werden für den Endsieg.